Hallo Leute, da bin ich wieder. Herzlich willkommen auf unserem Kanal, wo ich ja die Busse vorstelle. Heute möchte ich euch den VR wie Fehlingreisen 639 vorstellen. Besser gesagt ein Update. Den hatte ich schon mal ausführlich vorgestellt. Aber auf Wunsch von mehreren von euch habe ich jetzt die Möglichkeit, ich fahre gleich damit meinen Dienst. Jetzt werdet ihr fragen, oh, mit weißem Kragen und so, mit Krawatte. Ja, ich habe noch nachher im Anschluss noch eine kleine Reisegruppe zu fahren. Daher passt das optimal. Da ich jetzt mit diesem Bus fahre, werde ich euch den mal kurz ein Update darüber geben, wie er sich so verändert hat. Wenn ihr das natürlich alles sehen wollt, dann bleibt dran. Alles nach dem Intro, Leute. So, ich habe mir mal den Fahrzeugschein zu Hilfe genommen. Das ist einer von 12-12-06 von 2006. Der schimpft sich A23. Der ist früher mal für die VKU gefahren. Könnt ihr auch an diesen Mustern hier an den Sitzbezügen sehen. Das hatte ich euch, glaube ich, auch alles schon erzählt. Der hat aber eine Besonderheit, und zwar, wenn ich hier lese, 1807,20, also 18 Meter, bisschen länger als 18 Meter. Ich habe mich nochmal schlau gemacht, tatsächlich 18 Meter und 720 Zentimeter. Oha, der ist bisschen länger, das hatte ich euch, glaube ich, letztens auch erzählt. Könnt ihr auch nachher an dem Radstand sehen. Ja, dann schauen wir uns den mal an, was sich hier so alles verändert hat. Ich glaube, damals war diese Spuckschutz nicht da. Ich kann mich aber wirklich auch nicht erinnern. Müsst ihr mal gucken, ob das der Fall war. Und zwar hat er hier auch noch diesen Anschluss gehabt für Luft. Separat kann man den hier befüllen, bevor man den in der Garage oder so anlässt. Ja, das hier ist, wie gesagt, neu. Dann schauen wir uns mal unseren VDV an. Alles ganz normal. Den kann man natürlich auch einstellen mit dem weißen Knopf da unten. Ja, wie gesagt, für Schülerfahrten ideal. Dieser Gelenkbus, die brauchen eben halt viel Platz, wenn man die zur Schule befördert. Ja, so, jetzt interessiert uns natürlich, wie viel Kilometer hat er denn jetzt schon runter? 614.079 Kilometer hat er runter. Der hat hier auch schon für ein Schaublatt. Kanal kann ich jetzt schon einstellen auf 8. Ups, brauchen wir ja gleich. Und mit Klimaanlage und sowas alles könnt ihr hier oben sehen. Ja, den habe ich schon lange nicht mehr gefahren. 19 habe ich euch den, glaube ich, auch vorgestellt. Oder vielleicht war es auch 20. Ne, das war 20. 20, weil jetzt haben wir 21. Ich glaube, ist schon ein Jahr her. So, dann gucken wir mal nach hinten. Ganz anderes Sitzmusterbild hier mit diesem VKU-Zeichen. Hier haben man extra, weil das hier für ein bisschen ältere Leute ist, damit die nicht rausfallen, können die sich hier so diese Armstützen behelfen. So, sehr große Platz, sehr viel Platz, auch hier mit diesen Notklappen, was wir ja hier bei den Mercedesen und Setras alle haben. Wenn mal kein Rollstuhl da ist, dann können die hier sitzen. Für den Rollstuhlfahrer separate Knopf, Haltewunschknopf. Dann hat er hier auch, sieht schon ein bisschen vergammelt aus, aber ist wohl noch in Ordnung. Die Rampe. Dann hier das gleiche System. Wenn hier mal Mütter mit ihren Kinderwagen, da können sie sich hier hinsetzen, Kind direkt in die Augen schauen. Ja, das ist auch gut. Ach, Busfahren kostet Geld. Netter Versuch, aber Schwarzfahren kostet 60 Euro. Nicht schlecht. Dann laufen wir mal weiter. Jetzt befinden wir uns in dem Gelenk. Direkt im Gelenk ein Stopp.
Haltewunschtaste, auf der Seite das gleiche. Ja, das sieht nett aus. Die hatte ich mal irgendwann mal dran gemacht, mal gucken, 20, das ist von letztes Jahr noch. Ja, ist immer noch hier drin, natürlich auch nicht gut, wenn ich mich nicht kümmere, kümmert sich keiner drum, muss ich auch irgendwann mal abmachen. Oben die Kamera, ich weiß nicht, ob die damals schon war oder ob die neu hinzugekommen ist. Boah, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern. Und wenn wir dann hier sitzen, sieht es dann so aus. Ja, wir gehen natürlich gleich raus, obwohl es regnet, und schauen uns den auch nochmal von außen an. Aber hier, ich habe mal separat hier speziell an Seiten mal geguckt, nichts. Ja, weil das ja hauptsächlich Schüler sind, die kritzeln da manchmal immer dann rum. Normale Abnutzungsspuren bei diesen Schulfahrten. Aber ansonsten recht gut in Schuss, dieser Bus. So, dann gehen wir mal raus ganz kurz. Die können sich da unterhalten weiterhin. So sieht da in ganzen Stücken aus. Ja, das längere Teil, das zeige ich euch gleich. Schade, dass wir hier keinen anderen Bus daneben haben, damit wir euch das zeigen können. Der Lion City. Normale Gebrauchsspuren. Und Luca App war damals auch nicht. Das ist jetzt auch neu. Den Tank hat er hier vorne. Zweite Tür, geht die von hier aus auf, habe ich glaube ich noch nicht Freigabe gegeben. Wir wollten uns den ja erstmal angucken, was der so alles hat. So sieht der von hinten aus. Und von der Seite, ich weiß nicht, ob ich letztes Mal euch die Klappen hier alle gezeigt hatte. Ja. So seht ihr hier hinten die einzelnen Zylinder. Der Jeffrey, der kann euch dazu noch mehr Sachen zeigen und erzählen. So, dann schauen wir mal weiter. Batteriefach hat er natürlich hier vorne. Ja, neue Batterien bekommen mit dem NATO-Stecker. Wirklich sehr gut. So, uns interessiert natürlich auch noch der Motor. Den gucken wir uns natürlich gleich auch nochmal an. Nachdem wir geguckt haben, was sich hier hat er abgeschlossen. Da wird aber nichts anderes sein als die ganzen Anschlüsse. So, wir schauen uns jetzt mal den Motor an. So ist der Motor im Stillstand. Wir lassen den aber natürlich gleich auch nochmal laufen. Ölbehälter für Lüfterantrieb, Motoröl, und das hier ist speziell der für den richtigen Motoröl. Ja, die Webasto hat er hier vorne. Die ganzen technischen Sachen wird der Jeffrey euch bestimmt in den Kommentaren schreiben. Der hat hier nur eine Stopptaste. Jetzt habe ich hier noch drauf gedrückt. Oh, jetzt geht er gar nicht mehr raus. Ah, doch, drehen und dann geht er wieder raus. Okay, der wird jetzt aber nicht anspringen, weil dieses Magnet hier mit diesem Teil zusammen sein muss, sonst springt er ja nicht an. Hatten wir aber auch, glaube ich, letztes Mal auch. Also das heißt, erstmal wieder die Klappe zu und dann können wir den starten. Das machen wir jetzt auch gemeinsam. So, ich renne mal schnell mit euch dahin. Es ist gerade am Regnen. Hier meine Londonfahrt, Kurztrip. Mit Mehmet UE ist ja auch wegen Corona alles ausgefallen. Scheiß Corona, sage ich da nur. So, dann starten wir mal die Karre. Jawohl. Vorratsdruck hatte auch schon genug. Kraftstoff ist auch gut. Was brauchen wir noch wissen? Können wir hier alles testen? Was stand da? Heizung, Klima? Moment. Kraftstoff, Druck, Temperatur, der ist noch kalt. Okay. Da war irgendwas mit Heizung, Klima, da geht aber schnell weg. Mal gucken, nochmal.
45 vom Rathaus zum Bahnhof. Bremsbelagdicke. Wow, der zeigt sogar Bremsbelagdicke vorne, hinten. Heizungsklima, der geht immer wieder weg, ist nichts Dramatisches. Ich mach mal die hintere frei. Den, oh, den kann man beide Türen sperren. Okay, lassen wir mal an. So, mal gucken. Ja, der hat da diese Schiebetür schon. Boah, der macht aber richtig Geräusche. Okay. Und die hintere, die müssen die von hinten aufmachen. Das machen wir jetzt mal hier, wo wir schon mal hier stehen. Das ist mein Finger. So, einmal Stopftaste und gleichzeitig zum Öffnen. Aber nirgendwo ein Hinweis, dass man erstmal hier drauf drücken muss, damit die Tür aufgeht. Deswegen hört man meistens dann immer hier, ey Kutscher, mach mal die Tür auf. Ne? Wäre schön, wenn man hier mal so ein, einfach mal, dass man hier drauf drücken muss, damit die Tür aufgeht. So, das gleiche versuchen wir natürlich jetzt auch von außen. Wenn man hier drauf drückt. Ne? Also nicht von außen bedienbar. Okay. So, jetzt schauen wir uns noch mal, hören uns den Motor an. Macht einen sehr guten Eindruck. So, jetzt noch die Probefahrt. Und dann haben wir alles wieder im Kasten. So Leute, auf geht's. Wir machen jetzt mal eine kurze Fahrt, aber der Funk, der stört hier. Machen wir mal leise. So, erstmal immer vergewissern, dass hinten alles frei ist. Ich sehe da gerade wieder auch einer raus oder rückwärts fahren. Keine Ahnung, was der davor hat. Gleich hier in den Bergkamm einsetzen. So, mal gucken, was der Kollege davor hat. Kollegin, mal gucken, wer das ist. Warum geht der Gang hier nicht rein? TCO-Fehler prüfen. Okay. Heizung, Klima, Fehler zeigt er mir an. Mucksfehler. Immer wegdrücken. So. Ja, der kommt wohl immer wieder. Keine Ahnung, ich kenne das nicht. Der fährt ganz gut. Bei dem wegen der Länge ein bisschen mehr aufpassen als die anderen.
schau, dass wir hier keinen Vergleich haben, wie lang die anderen Gelenke sind. Vielleicht habe ich das irgendwo in den Videos mal erwähnt. Oder der Jeffrey, der weiß Bescheid. Einer von beiden. Eins von beiden. So. Ja, aufpassen, dass man nirgendwo aneckt. Weit raus. Damit man den Bordstein nicht mitnimmt. Weil der gehört uns nicht. Hier kommt euch vielleicht bekannt vor, am Bergkamm, hier am Busbahnhof. Ich kann hier schon mal den Umlauf eingeben. Mal gucken, was wir hier haben. Umlauf 103, 103, 1103, 1103, okay. Was sagt er uns dann? 13.45 Uhr, Bergkamm Gymnasium, Oberrad-Jahn-Straße. Genau, das wollen wir fahren. Leider kann ich euch nicht mitnehmen, wenn ihr hier einsteigt und so, aus Datenschutzgründen. Aber wichtig sind ja auch keine Gesichter oder wenn ihr einsteigt und aussteigt. Wichtig ist der Bus. Der fährt gut. Licht können wir auch schon einschalten. Also diese Busse hier, die werden tatsächlich für Schulfahrten morgens und mittags eingesetzt. Und nicht auf normale Linien, sag ich mal. Verabschiedung mache ich dann später. Sehr wahrscheinlich werde ich ab hier abschneiden. Aber bleibt weiterhin dran. So Leute, das war ein kurzes Update von dem MAN hier, von dem Gelenkbus. Ich hoffe, das hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht. Konntet ihr so ein paar Eindrücke gewinnen, was sich hier geändert hat. Es ändern sich immer so im Laufe der Jahre, außer die Kilometer. Auch andere Sachen, wie mit diesem Spuckschutz hier, wie ihr gesehen habt. So, wir sehen uns natürlich wieder in den anderen...
Der kommt von der Aula zum Markt. Auch nicht schlecht. Halt die Klappe, wollte ich schon sagen. Tu noch mal leise drehen, der stört hier voll. Wo war ich jetzt stehen? Der hat mich voll durcheinander gebracht, ne? Wir sehen uns natürlich wieder in den anderen Kanälen, auf anderen Videos oder natürlich weiterhin hier und wer weiß wo noch. TikTok habe ich ja nebenbei auch noch am Laufen. Google Guide bin ich auch noch. Mich findet man mittlerweile überall. In diesem Sinne, bleibt weiterhin gesund. Bis dann, euer Mehmet Uy.